Falls ihr euch fragt, was dieses Klatschen bedeutet, ich habe mich das lange gefragt, bedeutet, dass die Kamera mit dem Ton synchronisiert wird, wenn der Ton extern aufgenommen wird. Man beklatscht sich nicht selbst. Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Retro Crew Kanal. Ich wollte ja eigentlich Drehorte in Potsdam filmen, aber aus verschiedenen Gründen, unter anderem denen des Wetters und der Faulheit, habe ich mich entschieden, heute über ein anderes Thema zu sprechen. Und zwar ein Thema, das mir auch sehr am Herzen liegt. Wie wird man eigentlich Schauspieler, Schauspielerin? Und das vor allem zum Thema der Schauspielschulen. Ich habe mal ein paar Informationen zusammengetragen, von denen ich mir gewünscht hätte, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, dass mir irgendjemand diese ganzen Informationen gibt. Also, zu Beginn, das allererste, was man wissen muss, ist, dass Schauspieler bzw. Schauspielerin kein geschützter Begriff ist. Das heißt, theoretisch jeder kann sich Schauspieler bzw. Schauspielerin nennen. Und demnach gibt es auch unzählige Wege, wie man dahin gelangt, als Schauspieler bzw. Schauspielerin zu arbeiten. Ich glaube, jeder von uns hat ja so ein bestimmtes Bild im Kopf von Glamour und roten Teppichen und Geld und Ruhm und dass es total spaßig ist, den ganzen Tag am Set zu sein und Filme zu drehen. Und ist es wahrscheinlich auch für manche, aber letztendlich sieht der Alltag eines Schauspielers natürlich ganz anders aus, als wir ihn uns vorstellen. Und als wir ihn vor Augen haben, wenn wir Fernsehen schauen oder Film schauen. Also wie gesagt, es gibt letztendlich viele Wege, Schauspieler, Schauspielerin zu werden. Einer davon kann dich durch eine Schauspielschule führen. Ja, dazu ist jetzt natürlich erstmal interessant, was lernt man denn eigentlich auf so einer Schauspielschule? Also ich war selbst noch auf keiner. Ich kann nur sagen, was ich von anderen Leuten gehört habe, die auf einer waren, oder was ich gelesen habe. Und das ist, dass man auf einer Schauspielschule ganzheitliches Training erfährt. Also sowohl Körpertraining, Stimmtraining, Sprechtraining, Gesang, Tanz, Improvisation, Rollenarbeit natürlich, ganz viel Arbeit mit Techniken, auch Theatergeschichte oder Schauspielgeschichte oder auch eben Arbeit vor der Kamera, wie geht man am besten zu einem Casting. Und wenn man so eine Schauspielschule dann abgeschlossen hat, kann man sowohl als Schauspieler für Film und Fernsehen arbeiten, als auch am Theater oder als Synchronsprecher, Synchronsprecherin oder im Radio. Oder letztendlich ist es eine Grundlage, um in viele künstlerische Bereiche zu gehen. Bei Schauspielschulen gibt es jetzt letztendlich eine wichtige Unterscheidung. Und zwar ist es die zwischen staatlich und privat. Bei den staatlichen Schauspielschulen handelt es sich meist um Studiengänge, die direkt an großen Kunsthochschulen angeboten werden. Und an denen zahlt man normalerweise auch keine weiteren Gebühren, außer eben die Semestergebühren. Genau, das sind dann insgesamt 19 Stück im deutschsprachigen Raum. Also die Hochschule für Musik und Theater Rostock, Hochschule für Musik, Theater, Medien Hannover, Universität der Künste Berlin und die Hochschule für Schauspielkunst Berlin, die Konrad Wolf in Potsdam, die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart, Akademie der Künste in Ludwigsburg. In München gibt es die Otto Falkenberg und die Hochschule für Musik und Theater August Everding. Es gibt die Hochschule der Künste in Folkwang, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt und die Hochschulen für Musik und Theater in Leipzig und Hamburg. In Österreich sind es die Musik- und Kunstuni in Wien, das Max-Reinhardt-Seminar in Wien, das Mozarteum in Salzburg und die Universität für Musik und Darstellende Kunst in Graz. In der Schweiz gibt es die Hochschule der Künste in Bern und die Zürcher Hochschule der Künste. In der Schweiz sieht es mit den Gebühren noch mal ein bisschen anders aus, die sind ein bisschen teurer. Meistens bewerben sich hier jährlich viele hundert junge Menschen, die gerne Schauspiel studieren wollen, aber es gibt nur ungefähr 8 bis 12 Plätze pro
pro Uni. Und deswegen gehen viele auch an privaten Schulen vorsprechen. Private Schauspielschulen gibt es sehr viel mehr in Deutschland. Und dadurch, dass es mehr davon gibt, ist natürlich die Chance größer, an einer genommen zu werden. Meistens bewerben sich auch nicht so viele. Also ich habe mal die Zahl von 150 gehört, die sich ungefähr an so einer privaten Schauspielschule bewerben. Kommt natürlich auch total auf die Schule an. Klar, man hat demnach größere Chancen, dort genommen zu werden. Allerdings bezahlt man dort auch Gebühren und die belaufen sich auf meistens 500 bis 700 Euro im Monat. Es gibt private Schauspielschulen, die staatlich anerkannt sind. Das ist wichtig, wenn man zum Beispiel BAföG bezieht. Und oft kann man an diesen staatlich anerkannten dann eben auch staatliche Abschlüsse machen. Genau, und ein paar davon sind dann eben zusätzlich auch noch staatlich gefördert. Das heißt, dass man dort keine Gebühren zahlt, die werden vom Staat übernommen. Und davon gibt es auch einige im deutschsprachigen Raum. Zum Beispiel die ADK in Regensburg, dann auch eine in Zinnowitz, Anton Bruckner in wo ist die? Irgendwo in Österreich, in Linz, genau. Ja, und neben den Kosten gibt es dann noch eine andere Sache, die man beachten sollte. Und die ist, dass... Meine Akku ist gleich leer. Also, eine wichtige Sache, die man beachten muss, und die ist, dass die Menschen, die von den staatlich... Wie klingt das gerade ab? Das ist jetzt hier, der Akku klingt. Okay. Die Abgänger von den staatlichen Schauspielschulen sind meist mehr anerkannt. Also im Sinne von, wenn man an ein Theater zum Beispiel gehen möchte, sei es die Schaubühne in Berlin oder das Stadttheater in Ingolstadt, dann ist es eigentlich Pflicht, dass man vorher an einer staatlichen Schauspielschule war. Weil natürlich dort auch die Plätze begrenzt sind und selbst von den Abgängern der staatlichen bei weitem nicht alle dann auch wirklich einen Job im Schauspielbereich bekommen. Ich weiß nicht, worauf ich hinaus wollte mit diesem Satz. Auf jeden Fall ist es eben vor allem für Theater Pflicht, dass man vorher auf einer staatlichen war. Meistens. Es gibt natürlich immer ein paar Ausnahmen, aber das ist so der Normalfall. Ja, wie gesagt, die Ausbildung an einer staatlichen muss nicht unbedingt ein Erfolgsversprechen sein. Natürlich kann es genauso gut sein, dass man auch in der privaten eine super Ausbildung bekommt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier erscheinen jetzt ganz viele verschiedene Videos, die ihr anklicken könnt. Lasst uns gerne ein Abo da und ein Like. Und bis zum nächsten Mal.